Die reformierte Kirche in Schranz wird von HMQ in den Fokus gerückt. Bild für Bild nimmt der Sebastian Knechtl das Gewölbe und das Taufbecken unter die Lupe. Über 150 Fotos macht er allein vom Taufbecken. Das Ziel von den Aufnahmen ist jetzt, ein detailliertes 3D-Modell zu erstellen. Wir wollen also die Oberfläche erfassen und auch alle Details und auch die Farben. Und das mit den Fotos, das nennt sich Fotogrammetrie. Und da macht man halt aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven und Richtungen von weit weg und nah dran viele Fotos, um halt alle Details zu erfassen. Zurück im Büro werden die Fotos auf dem Computer zusammengesetzt. Das Taufbecken wird dreidimensional rekonstruiert. Was wir jetzt hier am Computer sehen, sind im Prinzip die Standpunkte von den einzelnen Kameras. Das heißt also, jedes Bild ist im Raum berechnet worden. Jedes Bild weiß im Prinzip, wo es aufgenommen wurde. Und anhand dieser Kameraposition und der Fotos wird dann schlussendlich das 3D-Modell berechnet. Ja, und der Vorteil ist halt, der große Vorteil gerade in der Denkmalpflege zum Beispiel, dass das ein berührungsloses Messverfahren ist, dass wir halt ohne das Objekt anzufassen quasi es komplett dokumentieren können, dreidimensional, und durch die Fotos auch die Farbinformationen mitgeben können. Fertig gerechnet entsteht das 3D-Modell, wo jedes noch so kleine Detail dokumentiert ist, man jederzeit anschauen kann.